Wenn ich etwas bei den Rocket Beans gelernt habe, dann Faulheit siegt. Hallo Internet und herzlich willkommen zum 7. Adventskalender-Türchen von Dice. Und natürlich war das nur ein kleiner Scherz. Es gab aber tatsächlich bei der Pocket Beans Produktion irgendwann, als wir die Möglichkeit hatten, machen wir das oder machen wir das, hieß es, ach komm, machen wir das Einfachere, weil Faulheit siegt. Und dann sind wir alle essen gegangen. Das hat in diesem Moment ziemlich gut gepasst. Tatsächlich ist es bei den Beans nicht so, also bitte nicht übel nehmen. Aber es passt zum heutigen Thema, denn ich habe wieder was richtig Schönes. Etwas für faule Leute. Battle for Babylon, das ist das Zweispieler-Starter-Set für DAS 1947, das neue Zweispieler-Starter-Set von DAS 1947. Und warum gut für faule? Naja, wir wissen, dass DAS 1947 hat einfach Figuren, gerade in Starter-Packs, die schon zusammengebaut und auch grundiert sind. Das heißt, man muss da gar nicht viel machen. Ja, wenn man nicht mal Bock hat, irgendwie die zu bemalen, sind die schon in einer gewissen Farbe grundgefärbt. Und das ist für mich immer sehr, sehr gut, denn ich bin ein fauler Mensch und Faulheit siegt. Aber ich habe tatsächlich noch gar nicht direkt reingeguckt. Ich habe gedacht, das mache ich mal einfach mit euch zusammen. Ein richtig schönes Unboxing. Es ist tatsächlich eine sehr interessante Kombination an zwei Fraktionen. Deswegen ist es total schade, dass Dennis jetzt nicht da ist. Weil Dennis hat ganz früher, als das noch über Fantasy Flight Games vertrieben wurde, hat er damals zur ehemaligen Magabotato-Zeit ein Review verfasst und hat da immer wieder Lust gehabt, das zu spielen. Ich bin aber erst mit DAS 1947 eingestiegen mit den Japanern und jetzt hat er das gesehen und hat tatsächlich gerade auf die Blutkreuz ein Auge drauf geworfen und da gucken wir mal, dass er die Blutkreuz mal in die Hände bekommt und dass wir dann mal vielleicht ein Spiel machen. Ich glaube, das könnte gefallen. Vielleicht machen wir auch ein Video draus, vielleicht ein Livestream sogar, dass ihr dabei zugucken könnt. Genau, es ist auf jeden Fall eine viel interessantere Kombination an zwei Armeen drin. Es ist natürlich auch eine Limited Edition, aber eine viel interessante Kombination an zwei Armeen, wie es in den vorherigen Sets waren. Also ich hatte ja einmal ein Zweispieler-Starter-Set gezeigt, wo dann halt, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, das waren die Russen und das Nordafrika-Korps. Das war okay, aber die Kombination aus Blutkreuz und ich weiß gar nicht, welche Amerikaner das hier sind. Sind es die Marines? Ist tatsächlich so gar nicht zu sehen, weil das ein relativ neutraler Background ist. Egal, schauen wir rein. Also allein aber die Blutkreuz sind natürlich aufgrund der Zombies und der Gorillas viel interessanter als ein paar Nordafrika-Chor-Leute. Es ist Luft ist drin. Okay. Packen wir mal aus. Oh, und das ist ein Novum. Das ist tatsächlich schon ein Novum. Normalerweise war hier schon so ein Set drin, dass alle Figuren in einer Box drin waren. Offensichtlich ist es so, dass die beiden Fraktionen nochmal separat verpackt sind. Die Figuren gucken wir uns gleich an. Hier haben wir, das ist klassisch, das kennen wir von den DAS Starterboxen, das Gebäude, also DAS 1947, Grundvoraussetzungen wird das als Brettspiel gespielt. Nicht wahr? Da hat es diese großen Felder hier, wo man spielen kann. Das sehen wir hier bei den Matten, die beigelegt sind. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass die aus Papier sind, dieses Mal. Also das sind so die einzelnen Felder, auf denen gespielt wird. Wundert mich ein bisschen, dass es jetzt wieder Papier ist, weil das war eine Zeit lang, waren das tatsächlich Mauspad-Matten. Relativ dünne, auch nicht mit dem besten Druck, aber das waren Mauspad-Matten, wo im Endeffekt für jeden Spieler eine Matte drin war und so konnte man dementsprechend dann richtig geil ein Spielfeld schon fertig machen, ohne dass man irgendwas dazu holen kaufen musste. Geht jetzt natürlich auch, aber ich finde, so ein Mauspad-Ding ist immer ein bisschen geiler als Papier. Ja, dafür ist das Ding zweifach bedruckt. Das heißt, man kann hier auch einen schönen Strand, auch nicht schlecht. So, und dann legt man natürlich das zweite Feld, ist wahrscheinlich exakt das gleiche, ja, das ist dann nochmal das gleiche dazu. Jeder Spieler bringt im Endeffekt eine so eine Spielhälfte mit. Ja, das ist exakt das gleiche. Okay. Das ist dann also schon das Spielfeld, was mit dabei ist. Ich meine, ja, ich sage jetzt, schade, eine Spielmatte wäre cooler gewesen, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil ich es vorher schon gewohnt war. Andere Spiele liefern tatsächlich auch nur eine Papiermatte oder auch gar nichts mit, ne? Deswegen, ich glaube, wir werden aber dann Vorteile woanders sehen, zum Beispiel in den Figuren. So, genau. Und auf jeden Fall, das sind die Spielmatten. Und das ist es dann halt Gelände, 2D-Gelände. Man kann das auch, logischerweise kann man auch 3D-Gelände nutzen, aber da, zumindest ist der 2D-Gelände mitgeliefert, wo dann das Gebäude ist mit dem großen Eingang, drei kleine Eingänge. Oder sind das die Fenster? Naja, drei kleine Eingänge auf jeden Fall. Und mit den fünf Feldern für ein Gebäude ist tatsächlich taktisch sehr wichtig in dem Spiel. So, ist dann noch mehr drin? Ja, genau. Wir haben den Karton. Wir haben den Karton.
Dann haben wir das noch drin. Dann haben wir noch mehr Luft. Den Kartönchen. Und okay, das ist ein sehr großer Vorteil. Jetzt weiß ich auch, warum die Matten jetzt aus Papier sind und nicht aus Pappe. Wahrscheinlich muss der Preis gehalten werden, denn die Starterregeln sind mit drin. Vorher war bei dem Dust-Starter-Sets, auch bei den Zweispieler-Starter-Sets, waren wirklich nur ganz einfache Heftchen drin, die ja auch die Starterregeln gebracht haben. Jetzt ist aber ein dickes Buch in allen Sprachen mit drin. Also was heißt allen Sprachen? Wir haben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Polnisch. Polnisch logischerweise, weil der Vertrieb hier in Europa ist... Von War Factory, und War Factory ist in Polen, wo ich nochmal sage, vielen lieben Dank, von denen haben wir dieses Set nämlich hier. So. Oh, das ist aber schön gemacht. Guter Druck. Es ist auch schön dickes Papier. Also es ist viel, viel besser tatsächlich als die vorherigen Anleitungen. Also wir haben natürlich nicht die mega großen, also nicht die vollen Dust-Regeln, dafür gibt es natürlich das volle Regelbuch, aber es gibt zumindest auf 32 Seiten das Regelheft, was gefühlt ein kleines bisschen erweitert ist zu dem, was in den vorigen Schnellstarterregeln waren. Kann ich jetzt beim ersten Überfliegen aber tatsächlich gar nicht sagen. Aber das Buch ist wirklich echt, echt schön. Es ist wirklich gut. Und es ist multilingual. Gut, ja. Multilingual, wenn man es mal auf Polnisch lesen möchte. Aber das ist von der Wertigkeit schon viel, viel besser als die kleinen Heftchen, die ursprünglich damit drin waren. Doch, das finde ich ist tatsächlich ein Bonus. Dann haben wir hier, das ist auch bei Dust typisch schon immer gewesen, zwei Kunststoff-Panzersperren. Ja, die sind hohl aus Kunststoff. Es ist total lustig, weil sonst ist das ganze Gelände ist aus Pappe, zweidimensional, aber die Panzersperren sind halt dann aus Plastik. Die waren aber tatsächlich auch schon jedes Mal wieder mit dabei, immer. Und sind auch bei jedem Starter mit dabei. Finde ich in dieser Hinsicht nett, weil dann im Endeffekt jeder Spieler eine von diesen Dingern mitbringen kann. So finde ich vom System nett, dass jeder Spieler dass die gleichen Geländevoraussetzungen dabei hat. Und die dann auf jeden Fall mitbringt, weil das so das Minimum für ein Spiel ist. So. Dann haben wir die ganzen Spielutensilien. Wir haben nochmal Munitionskisten, auch aus Kunststoff. Die waren auch immer jedes Mal mit dabei. Ganz wichtige Elemente, auch im Spiel tatsächlich. Oder waren die jedes Mal mit dabei? Ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht. Doch, ich glaube, die waren... Nee, bei meinen Japanern war, glaube ich, keine dabei. Ich hatte nur die Panzersperre. War die doch mit dabei? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall haben wir hier noch, das kann man entweder als zusätzliches Gelände nehmen oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit als Missionsziele, dass man Munitionskisten dann auf jeden Fall auch nutzt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir logischerweise die Spielwürfel. Und auch das muss ich immer sagen, dass ich das bei Dust sehr, sehr schön finde, dass jede Fraktion ihre eigenen Würfel hat. Die Ergebnisse sind zwar die gleichen, aber das Fraktionssymbol ist immer anders. Ihr seht das Fraktionssymbol, das Schild ist immer das gleiche, das Zielensymbol ist immer das gleiche, aber auf jeden Fall haben wir dann hier das Fraktionssymbol, einmal für die Achsenmächte und einmal für die Amerikaner. Das ist schon ganz nett, weil das Spiel, ja, es ist ein mega simples Spiel und es basiert ja im Endeffekt darauf, ob du Treffer hast. Jedes Fraktionssymbol ist ein Treffer. Sind deine Figuren richtig stark, dann können sie zusätzlich noch die Zielensymbole nutzen als Treffer. Ja, bei der Verteidigung das gleiche, dass im Endeffekt die Fraktionssymbole einen Treffer abfangen und wenn die richtig gut gedeckt sind oder richtig gute Jungs sind für eine Verteidigung, dann dürfen sie die Schilde noch mitnutzen. Ich würfel gerade ganz gut. Also sollte mal wieder das spielen, glaube ich. So, dann haben wir noch Folgendes dabei. Das ist eigentlich auch Standard bei Dust. Und zwar das 2D-Gelände als Pappmarker. Die sind genauso groß wie die Spielfelder. Die sind auch doppelt bedruckt. Man hat Objectives oder Bäume. Man hat Felsen, Bäume, Felsen, Bäume. Also ihr seht schon, entweder ganz normale Sichtblocker oder halt Bäume, die teilweise halt sich blockieren. Oder halt dann, jeder Spieler hat dann noch ein Objective-Geländestück dabei, dass man im Endeffekt dann zwei hat für jeden Spieler. Obwohl das ist ja jetzt nur einer, ne? Okay, dann ist tatsächlich nur einer drin. Würde man zwei Starter-Sets haben, würde jeder einen mitbringen. Zwei einzelne. Aber gut, ist halt zwei Spieler-Starter-Set limitiert. So, was haben wir dann hier noch? Die Einheitenkarten. Das könnt ihr tatsächlich auch alles selber nachlesen, denn die Regeln sind online und auch die meisten Einzelregeln, die Karten von denen könnt ihr auch auf der Shop-Seite euch anschauen.
Und ich glaube, die Fans, die Dust kennen, kennen die Regeln. Und für all diejenigen, die jetzt Dust interessant finden, können damit noch gar nicht viel anfangen, nicht wahr? Jetzt packen wir auf jeden Fall mal die Boxen aus, weil das ist ja das, was Sie sehen wollen. Wir wollen die Püppis sehen, oder? Was da denn alles drin ist. So, dazu machen wir das hier mal auf. Und lass sie bitte nicht wieder alle einzeln verpackt sein. Das habe ich nämlich beim letzten Mal, musste ich das tatsächlich ganz fies kritisieren, weil jede einzelne Figur nochmal in einer einzelnen kleinen Plastiktüte drin war. So, das ist hier aber jetzt zum Glück nicht mehr der Fall. Ein Glück. Ein bisschen Müll gespart, obwohl ja auch wieder sehr viel Müll ist. Doch, meine Güte. Ah, okay, das muss ich als Kritikpunkt ansehen. Es ist jede einzelne Figur tatsächlich, es ist wieder einzeln verpackt. Vorteil ist, sie sind zusammengebaut. Weiterer Nachteil ist, bei dem alten Dust-Starter-Set, da war es noch richtig ein Plastik-Inlay, wo man die Figuren reingelegt hat, dass sie dann auch noch gleich als Transportmittel funktioniert haben. Oder der Karton als Transportmittel funktioniert hat. Das ist hier jetzt leider nicht mehr der Fall. So, aber dann machen wir mal eine auf. Gucken wir uns mal die Qualität an. Oh, die ist aber ordentlich. Die Gorilla sieht so doof aus. Mit der Gasmaske. Ja, die Qualität ist durchaus sehr, sehr ordentlich. Nee, doch, die ist gut. Also, hier und da muss noch ein bisschen entgratet werden, das seht ihr schon. Aber das ist eine wirklich, wirklich gute Qualität. Da kann man sich tatsächlich nicht drüber beschweren. Es gab mal so früher einige Dust-Modelle, bei denen ich mir gedacht habe, so, na, okay, da ist die Quali nicht so geil. Aber der Vorteil, also ich sehe das tatsächlich jetzt gerade mal so als Vorteil. Normalerweise waren die immer vorgrundiert, die Figuren. Wo ich gesagt habe, cool für diejenigen, die nicht so gern malen mögen, weil die dann schon eine gewisse Einfärbung haben. Nachteil, dass die Fabrikelle oder die Grundierung aus der Fabrik manchmal ein bisschen dick war. Die Figuren hier sind jetzt nicht grundiert. Das ist Hartplastik, die Figuren sind nicht grundiert. Das heißt, wir haben das pure Plastik hier, muss es noch grundiert werden. Der Vorteil ist, wir haben die Details, die nicht verklebt sind. So, und wir wollen uns nochmal die großen Läufer anschauen. Oha. Alter Vater, ist der groß. Hui, jetzt mülle ich hier gerade alles wieder zu. Ja, okay. Hat ein bisschen was vom Action-Spielzeug mit der ganzen Bewegung. Ja, aber das bin ich ja von Dust mittlerweile auch gewöhnt, dass man da so ein bisschen Action-Spielzeug hat. Ja, das Ding ist, der ist ordentlich groß. Der ist, ach guck mal, da kann er auf der Achse sich noch bewegen. Meine Güte. Tatsächlich hier ein paar Gussreste muss man entfernen, Gussnähte. Hier, das wird vielleicht ein bisschen tricky. Hier ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist so ein transparentes Plastik für die Lichter. Die muss man vor dem Grundieren wahrscheinlich einmal abkleben. Sehr schön. Dann brauchen wir natürlich noch den Läufer vom Blutkreuz, oder? Guck mal, der kommt in ganz vielen Teilen hier daher. Uiuiui. Was haben wir denn hier alles? Also. Der Torso, die Beine. Gehört das so rum? Ach, guck dir das mal an. Der ist ja richtig eine Actionfigur. Noch mehr, als ich das erwartet habe. Also für mich sind das ja immer Modelle und keine Actionfiguren. Ne? Weshalb ich dann auf Bewegung überhaupt keinen Wert lege, sondern lieber in einer schönen Pose. Aber irgendwie begeistert mich das jetzt auch gerade. Hui! Ja, ich glaube, ich würde das trotzdem zusammenkleben, damit die auch fest bleiben und nicht so hin und her wackeln. Was macht das hier? Aber es ist zumindest schön, dass es diese Möglichkeit gibt und dass man wirklich so ein bisschen Plug and Play loslegen kann. Ne? Man kann tanzen. Okay. Mit seinen dicken Kniften, ich weiß ja nicht, ich kenne mich ja hauptsächlich mit den Japanern aus, ne? Und ich weiß nicht, ob das so geil ist für meine Railgun-Leute. Nee, dagegen möchte ich nicht spielen. Ich glaube, die gebe ich Dennis nicht, die Figuren. Nee, der muss irgendwie mit Infanterie spielen oder so. Nee, aber sehr, sehr cool. Ich bin für so ein Spielzeug immer zu haben, Leute, ganz ehrlich. Mein Fazit zu dieser Box ist, es ist eine sehr, sehr coole Einsteigerbox für zwei Spieler. Also es ist wirklich, die Fahrzeuge wirken auf mich ein bisschen größer als die vorher. Ich finde es zum einen eigentlich ganz gut, dass die Figuren nicht grundiert sind, weil die Details besser sind. Die sind halt nicht so vollgeklebt. Ich finde es aber ein kleines bisschen schade, weil ich fand das vorher schön, dass sie vorgrundiert waren in den unterschiedlichen Farben, dass man direkt mit dem Malen anfangen kann. Das heißt, man muss sie noch grundieren.
Vorteil andererseits ist, dass tatsächlich die Figuren trotzdem aus unterschiedlichem Plastik sind. Der Kunststoff hat eine unterschiedliche Farbe, das heißt, man braucht sie theoretisch selbst nicht mal anmalen, um sofort zu sehen, wozu sie gehören. Ja, und so kann man das Spiel auch als Brettspiel für sich sehen, ohne dass man sagen muss, okay, ich habe das Miniaturen-Hobby und will die Figuren anmalen. Wobei man bei den Figuren, also ich würde sie schon anmalen wollen, muss ich schon sagen. Also finde ich sie wirklich hübsch. Und es ist auch sehr cool, dass tatsächlich hier noch die, das Logo mit drauf wieder gesprayt wurde. Immerhin, falls man überhaupt nicht grundieren möchte, dann hat man zumindest das Emblem der Fraktion oben noch einmal drauf auf den großen Fahrzeugen. Das war ja auch immer so. Nachteilig finde ich ein kleines bisschen, wie ich schon gesagt habe, dass anstatt einer Matte jetzt tatsächlich die Papierposter als Spielunterlage drin sind. Ja, finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Vorteil ist tatsächlich, dass das Starterheft jetzt ein bisschen kompakter ist. Also nicht mehr diese großen, dünnen, flatterigen Regelhefte, die teilweise nicht mal auf Deutsch sind, sondern dass wir hier tatsächlich ein Starterset haben mit den deutschen Regeln in diesem schönen, kompakten Buch, das einfach viel kleiner ist, viel besser irgendwo transportiert werden kann. Und falls man einfach deutsche Übersetzung doof findet, weil Deutsch ist ja sowieso immer doof, dann hat man gleich auch noch die englischen Regeln hier drin. Und weil Englisch ja auch doof ist, habt ihr noch die italienischen, die französischen und die polnischen. Was ist mit den spanischen eigentlich? Warum, es ist hier die European Starter Rules, warum sind die Spanier hier nicht drin? Das erklären wir mal einer. So, das war das Battle for Babylon, Zweispieler-Starter-Set für das 1947, das neue limitierte Starter-Set. Mega cool, ich bin jedes Mal wieder so ein kleines bisschen angefixt auf das Spiel, weil das Spiel einfach mega schnell geht. Also so ein Spiel in dieser Größe von den Figuren, die hier drin sind, das sind ja zwei normale Starter-Sets, also wenn man die Regeln drauf hat, ist man in 20 Minuten durch mit so einem Spiel. Und das ist wirklich ein wunderbarer Tabletop-Snack für zwischendurch. Es gibt auch mit dem Erweiterungsbuch und mit dem Hauptregelbuch, glaube ich, im Regelbuch auch im deutschen Regelbuch, gibt es letztendlich noch die Regeln dafür, dass man das nicht nur mit Feldern spielen kann, sondern klassisch auch auf Tabletop mit Maßen und 3D-Gelände. Das ist auch alles möglich. Ja, dann könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und vor allem viel wichtiger ist, was denkt ihr, würde Dennis, meine Japaner, mit den Blutkreuz-Truppen aus dieser Box lang machen? Weil er hatte gesagt, er findet sie total cool, dementsprechend werde ich ihn die wohl vermachen. Die Blutkreuz-Truppen hier. Und dann können Dennis und ich dann auch demnächst mal ein kleines bisschen das spielen. Freue ich mich schon drauf. Morgen geht's weiter mit einem weiteren Adventskalender-Türchen. Und das, da gibt's aber eine fette Verlosung, glaube ich. Also schaltet ein. Morgen. Seid nett zueinander, sonst gibt es Krav Maga für alle. Und ich gehe jetzt in die Sonne und werde hier aufräumen. Ich meine, was habe ich hier für ein Chaos gemacht? Großer Nachteil, viel zu viel Müll. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.